Was ist Glutathion? Ich habe das bereits schon mal in meinem Video erklärt. Schaut euch das gerne mal an, weil ich vermutet habe, das ist der Stoff, der als erstes verboten werden kann, wenn einer verboten wird, weil er so mächtig ist. Warum er dann nicht bei vielen auf dem Schirm ist? Weil die orale Gabe nicht wirklich vonstatten gehen kann, weil es ein Tripeptid ist. Aber es gibt da Möglichkeiten und so weiter. Es gibt so gut wie keine Krankheit, auf das sich Glutathion nicht auswirkt. Das ist meines Erachtens. Und vor allen Dingen auch gerade das Vitamin D. Und zwar, ich möchte anfangen, dass es ein Trugschluss ist, dass man sagen muss, Glutathion muss man sich nicht drum kümmern, weil Glutathion wird in unserem Körper selbst gebildet. Das große Problem ist aber das Vitamin D, sagt man ja, das wird nicht von unserem Körper selbst gebildet, muss zugeführt werden. Nun ja, wenn du dir mal überlegst, wie viel Stress du hast auf der Arbeit, privat. Wir atmen momentan so viel Mikroplastik ein, wie wir auch über die Nahrung aufnehmen. Schaut euch sehr gerne mal Mikroplastik-Video dazu einmal an. Das sind alles Xenobiotika, Pestizide, ja. Belastung nie so hoch wie bisher. 9 Pestizide auf einer Erdbeere vor kurzem gefunden, ja, wenn man die normal kauft. Schwermetalle, ja. Diese alle Faktoren drücken das Glutathion massiv nach unten und damit ist gar nichts mehr gut von deinem Spiegel her. Doch was ich euch sagen will, das Vitamin D kann ohne das Glutathion gar nicht ihre Wirkung wirklich entfalten. Und das wissen ganz viele nicht. Wahrscheinlich ist es der wichtigste Kofaktor für Vitamin D. Vitamin D und Glutathion gehen wirklich Hand in Hand. Und zwar in einer Studie konnte Zusammenhang gezeigt werden bei Säugetieren, und zwar welche, die Übergewicht hatten. Und sie kamen zu dem Ergebnis, dass niedrige Glutathionspiegel zu einem Vitamin D-Mangel führten. Egal wie viel Vitamin D man quasi zu sich führt. Und das zeige ich euch gleich mal. Vielleicht interessant auch für die, die einfach keine Vitamin D-Responder sind und ihren Spiegel nicht wirklich hochbekommen. Testet mal euer Glutathion. Warum ein niedriger Glutathionspiegel Auswirkungen hat auf deine Vitamin D-Gabe und Genaktivierung, ist jene. Das Glutathion ist unerlässlich für Enzyme bei dir im Körper und für Proteine. Das heißt, die Vitamin D-bindenden Proteine können nicht ausgebildet werden. Und ebenfalls kann das 25-Hydro- Und das ist ein Enzym, das erkläre ich euch jetzt. Wenn du Vitamin D supplementierst, nimmst du Cholecalciferol auf. Oder wenn du zum Beispiel über die Sonne es aufnimmst, kommt auch Cholecalciferol in deinem Blut an. Das muss dann dementsprechend erstmal umgewandelt werden in Calcidiol. Das heißt, in die messbare Form, die du bei deinem Arzt auch dementsprechend messt, dass daraus später dann in der Niere, über ein anderes Enzym, die hormonelle Form gebildet werden kann. Und das ist eben nicht möglich, nicht möglich, wenn du nicht genug Glutathion hast. Das heißt, du wirst niemals Calcitriol bilden können aus dem Calcidiol, denn aus dem Cholecalciferol, was du aufnimmst, das kann nicht weiterverarbeitet werden ohne das Enzym. Sehr interessante Untersuchung, und zwar Glutathion wurde mit L-Cystein quasi angehoben, beziehungsweise L-Cystein ist eine Aminosäure, aus dem auch das Glutathion besteht. Und diese regeneriert das Glutathion in gewissem Maße und hilft auch dabei bei der Synthese. So, jetzt stelle ich mal vor, diese Ergebnisse gleich, die kommen, wenn tatsächliches Glutathion gegeben worden ist oder dass tatsächlich der Spiegel erhöht worden ist, ja, auf Lebensstand wegen Lebensumstandsänderungen bei den Säugetieren. Man sieht hier eindrucksvoll, dass der Vitamin D-Spiegel bei der Supplementation von Vitamin D hier rot gestiegen worden ist. Und jetzt schaut euch mal, inwieweit der Vitamin-D-Spiegel steigt, wenn Glutathion noch im Spiel ist. Jetzt überlegt mal, wie viele Menschen Potenzial von Vitamin D verschenken, weil sie nicht suffiziente Glutathionspiegel haben. Auch die Vitamin-D-bindenden Proteine sehen wir einmal hier. Massive Veränderung. Und jetzt schaut mal, alleine das Cystein, das heißt die Erhöhung des Glutathions, hat mehr Einfluss auf die Synthese von Vitamin-D-Rezeptoren als das Vitamin-D selbst. Jetzt überlegt mal, da schimmert so ein bisschen durch, dass wahrscheinlich so viel Vitamin-D-Mängel behoben werden können, allein durch die Gabe von Glutathion, ohne Zufuhr von Vitamin D überhaupt. Daher ist meines Erachtens das Glutathion noch wichtiger als das Vitamin D. Und auch hier nochmal die Genaktivierung, ja, von Vitamin-D-Genen. Bei der Gabe von Vitamin D sieht man, da passiert was hier rot. Und jetzt schaut mal, wenn das Vitamin D noch auf die Hilfe des Glutathion trifft, wie viele Gene dann aktiviert werden. Überleg mal, wie viele Menschen das Potenzial hier verschenken, einfach an der Stelle, weil sie nicht darauf achten, suffiziente Glutathionspiegel zu haben. Sie spielen sich aber in gewissem Maße die Bälle zu. Zum Beispiel konnte eine andere Studie zeigen, dass das Vitamin D hilft, bestimmte Glutathionperoxidasen, das heißt bestimmte Enzyme, die abhängig sind durch Elektronenspendung von Glutathion, aktiviert werden, dann Peroxide puffern, das heißt Radikale. Und das macht das Vitamin D. Das heißt, die beeinflussen sich quasi gegenseitig. Sie sind wie Antagonisten, ja. Und das Tückische dabei halt eben ist, dass man Glutathion nicht einfach supplementieren kann, ja, weil es ein Tripeptid ist. Es zerfällt ja in einer Magensäure, es wird wieder gespalten und dann wird es nicht wieder so zusammengebaut, nur in gewissem Maße halt, ja. Das kann man nicht eins zu eins übertragen. Man kann nicht sagen, im Magen werden die drei Peptide gespalten und dann werden sie wieder zusammengebaut.
die Bausteine sind zwar da, ja, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das sehen wir zum Beispiel auch in unserer eigenen durchgeführten Studie, sehen wir einmal hier. Wenn man Oralglutathion aufnimmt, da passiert gar nichts im Blutserum. Jetzt schaut euch mal an, wenn man liposomales Glutathion zu sich führt. Da passiert natürlich deutlich was, ja. Das ist momentan leider die einzige Möglichkeit, Glutathion zuzuführen, weil selbst Infusionen bekommt man nicht in der Apotheke und oral ist die Aufnahme sehr begrenzt. Nicht völlig ausnahmslos, kommt wenig an, aber ne, was ich sagen will. Heißt es jetzt, dass wir alle Glutathion und gerade meins supplementieren müssen? Ich persönlich mache es so. Ja, ich supplementiere jeden Tag das auf jeden Fall mit Vitamin D zusammen, natürlich. Aber das heißt nicht, dass das jeder tun muss. Wirklich nicht. Das möchte ich in diesem Video gar nicht so sagen. Ich möchte, dass ihr eure Lebensweise dahingehend optimiert, dass das Glutathion bei euch im Körper nicht verbraucht wird. Ob du es supplementierst oder nicht, ist deine Sache. Das möchte ich hier überhaupt gar nicht damit sagen. Ich möchte nur, hab es auf dem Schirm, dass dein Glutathion wichtig ist bei dir im Körper. Reduziere Stress, mach Sport, esse unverarbeitete Nahrung, meide Radikale. Diese ganzen Sachen, ja, die sind wichtig. Die sind wirklich wichtig und das seht ihr hier ran. Das hat Einfluss auf Glutathion. Deshalb zeige ich euch auch nach und nach in anderen Videos, wie ihr Glutathion auch dementsprechend besser regenerieren könnt bei euch im Körper und vor allen Dingen, wie es auch erhöhen könnt und solche Sachen. Das kommt auch alles noch. So, jetzt kommt der Teil 2 und zwar, bitte bleibt bis hierhin, bleibt wirklich dran. Es kann über Leben und Tod jetzt entscheiden, über dein Leben oder das Leben deiner Lieben und beziehungsweise was du dem Arzt sagen wirst, wenn es so kommt zu Krebs. Und es ist jetzt wirklich fundamental wichtig, dass du wirklich dran bleibst. Und zwar, ich möchte euch zeigen, was macht Glutathion eigentlich noch bei uns alles so im Körper? Ganz kurz nochmal, ja? Es neutralisiert Radikale und zwar alle Radikale, ja? Das kann fast kein Molekül, alle Radikale, ja? Es ist wirklich das wichtigste Radikalfänger bei dir. Er ist Kofaktoren für antioxidative Enzyme. Das heißt, dass du überhaupt Antioxidantien bei dir im Körper bilden kannst, ist Glutathion nochmal notwendig und ist selbst nochmal ein Antioxidant, ja? Und noch andere Enzyme, wie zum Beispiel das Vitamin D, haben wir hier gerade gesehen, ja? Es regeneriert Vitamin E und Vitamin C, die lebensnotwendig sind für uns, ja? 70% der Stoffwechselprozesse laufen über Vitamin C. Ohne Glutathion passiert da wirklich gar nichts, ja? Es neutralisiert Toxine aus deiner Leber. Du kannst nicht entgiften, nicht ein Milligramm. Ohne Glutathion. Es gibt keinen Stoff, der in der Leberphase 1 und 2 benötigt wird, außer Glutathion. Ich glaube, noch B1, glaube ich, ist auch sehr hoch im Kurs. Nun ja, auf jeden Fall, es eliminiert die Radikale, die bei der Entgiftung entstehen. Jedenfalls. Das macht auch Glutathion. In ungefähr 7 Leberphasen, 2 Reaktionen, ja, also es gibt Leberphase 1 und Leberphase 2, habe ich im ersten Video dazu erklärt. Es macht Stoffe wasserlöslich, die fettlöslich sind und entgiftet sie so gesehen. Wenn du dich vergiftest mit irgendetwas, dann entscheidet maßgeblich das Glutathion, ob du die Vergiftung überlebst oder eben nicht. Das ist wirklich entscheidend, ja, sowas. Transport von Quecksilber, es bindet Schwermetalle. Und nicht nur in deinem Körper, sondern auch es überwindet die Blut-Hirn-Schranke, ja. Das ist das ganz Wichtige. Es reguliert Zellteilungen. Ohne Glutathion können keine Zellteilungen passieren. Und vor allen Dingen, es reguliert auch deine Immunantwort, weil es Apoptose darauf Auswirkungen hat. Apoptose ist programmierter Zelltod. Wenn zum Beispiel eine Fresszelle, eine Makrophage einen Erreger tötet, dann tötet sie sich selbst mit dem Erreger zusammen. Das ist gewollt so. Das ist das Eiter übrigens, aus der gelbe Schleim, den du irgendwann bei dir hast, bei Bakterien, ja? Das ist die toten Makrophagen durch Apoptose. Das steuert auch Glutathion, das heißt deine Immunantwort, ja? Und vor allen Dingen auch sehr wichtig, mitochondriale Funktion, deine Kraftwerke, deine Zelle, damit dein Körper überhaupt funktionieren kann. Heftig, oder? Wir wissen alle, dass Krebs mittlerweile die zweithäufigste Todesursache überhaupt ist. Wir vermehren immer so eine 500.000 ungefähr Neuinfektionen jedes Jahr. Überleg mal, das wird Corona dieses Jahr sicherlich nicht schaffen. Wenn es so weitergeht mit den Zahlen momentan, kommen wir vielleicht auf die 250 in einem Jahr. Ja? Wir haben das Doppelte jedes Jahr an Krebs, nur mal so. Es ist mit über 500.000 zu rechnen 2020, so Robert-Koch-Institut. Das heißt, die Zahlen steigen weit. Viele Menschen sterben bei einer Chemotherapie, andere Menschen überleben es. Meines Erachtens, aus meinen Recherchen, aus den Untersuchungen, die ich vielleicht zeigen werde, ist maßgeblich dafür verantwortlich und entscheidend, nicht, wie ich vorhin gesagt habe, ob du eine Vergiftung überlebst, aber auch, ob du die Chemotherapie überlebst, ob der Krebs sie überlebt oder ob du sie überlebst. Das hängt davon ab, wer mehr Glutathion hat, der Krebs oder deine eigenen Zellen. Das ist meine Meinung dazu. Das zeige ich euch jetzt gleich mal, worauf ich das stütze. Schon damals wusste man, ca. 70 Jahre her, dass Krebszellen beachtliche Mengen Glutathion beinhalten. 1950 wurde die erste Untersuchung gemacht zum Thema ionisierte Strahlung und Krebstherapie. Man fand heraus, dass jene Krebszellen am sensibelsten reagierten, die den wenigsten Glutathion in sich
hatten. 20 Forschungsjahre später konnte man weiter erkennen, dass die Sensibilisierung von Krebszellen gegenüber von Strahlentherapien wieder vollständig hergestellt werden könne, wenn den Krebszellen das Glutathion ausgeht. Was leider im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass Tumore Resistenzen bilden und deshalb Chemotherapien nicht mehr anspringen. Damit auch bestimmte Menschen auch irgendwann austherapiert sind. Das ist nämlich der Grund, weil der Krebs genug Glutathion hat. Ich hoffe, ihr versteht, wie mächtig dieser Stoff ist. Dass die Chemotherapie dem Krebs selbst nichts anhaben kann. Das Giftigste, was man sich mit überhaupt zuführen kann, die Chemotherapie, das Überleben sichert. Und das ist schon wirklich bemerklich. Es gibt keinen anderen Stoff im menschlichen Organismus, der das bewerkstelligen kann. Verschiedene Untersuchungen in Krebszellen haben gezeigt, zum Beispiel Eierstockkrebs, dass eine 30- bis 1000-fach höhere Resistenz bzw. Überlebenschance der Chemotherapie gewährleistet war, wenn der Glutathiongehalt des Krebses nur bis 3 bis 50 Mal erhöht wurde. Jetzt kommt das Dilemma und die Aussagen der Ärzte. Antioxidantien und Glutathion nicht während der Chemotherapie. Ich habe dazu recherchiert. Und es ist korrekt, dass Glutathion hilft, dem Krebs zu überleben und sich der Chemo zu wehren, ja. Aber das tut er von alleine, denn er bildet es ja selbst. Und er bildet es auch vermehrt, je mehr er getriggert wird, weil er sich davor schützen will. Ich habe Untersuchungen gefunden bei Säugetieren, und zwar, das Tumorvolumen wächst. Wächst, wächst und wächst. Und je mehr das Tumorvolumen wächst, desto weniger Glutathion hatten die Tiere in ihrem Blut. Warum? Weil der Krebs Peroxide, das heißt Radikale, aussendet, die dann Glutathion verbrauchen. Und das ist eben das Tückische dabei. Das heißt, das reduzierte Glutathion sinkt, das ist das, was Elektronen spenden kann, weil es ein Elektron noch hat. Elektronen sind negativ, das wird von reduziert, es wird weniger positiv. Und das oxidierte, das Disulfid-Glutathion wird steigen. Doch was ganz entscheidend ist, was ich in der Studie gefunden habe, dass Körperzellen deutlich mehr Glutathion beinhalten, sehen wir hier, als Tumorzellen. Und das ist auch überhaupt, warum Menschen überhaupt meines Erachtens überleben können bei einer Chemotherapie. Daher muss das immer klargestellt werden. Wenn du zum Arzt gehst, mein Opa war 86 Jahre und hat eine Chemotherapie bekommen. Nach 3 Wochen hat er mich nicht mehr wiedererkannt. Was meint ihr, wie niedrig die Glutathionspiegel in diesen Menschen waren? Er konnte sich überhaupt gar nicht mehr dafür wehren. Er hat nur eine leichte Chemotherapie bekommen. Die letzten Worte, die er mir gesagt hat, das war ein Fehler, diese Chemotherapie. Was ich damit sagen will ist, wenn dieser Fall kommt, dass ein Familienmitglied oder du oder solche Sachen, bestimme bitte dein Glutathion und das Glutathion des Krebsgewebes. Das muss bestimmt werden. Wenn der Glutathiongehalt deines eigenen Körperzellen weniger ist als der des Tumors, bin ich mir sehr sicher, und das ist nur meine Meinung, das ist die, was aus den Studien hervorgeht, wird man die Chemotherapie nicht überleben. Und der Krebs wird gewinnen. Das sind Dinge, wo niemals ein Arzt drauf testen würde. Und es wird einfach drauf losgemacht, damit man damit nochmal da Geld reinspült oder was. Ich weiß es nicht. Gut. Meine Meinung ist auch, dass durch Glutathion deutlich mehr Zellen beschützt werden können, als Krebs natürlich Zellen. Ja? Das heißt, dass der Kollateralschaden dadurch natürlich deutlich niedriger ist. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, wo durch bestimmte Gaben die Glutathion-Expression gehemmt wurde. Das heißt, dass sein Körper kein Glutathion mehr bilden kann. Natürlich, der Krebs konnte dann besser sterben, weil er hat natürlich auch gar kein Glutathion mehr. Deine Körperzellen aber halt irgendwann auch nicht mehr. Und dann ist der Kollateralschaden wirklich massiv. Und dann hätte ich mal gerne eine Folgestudie gemacht, wie lange die Leute danach noch überlebt haben überhaupt, obwohl der Krebs tot war. Das haben sie nicht gezeigt. Doch das ganz Entscheidende ist, was man seinem Arzt gegenüberstellen kann und ihm sagen kann und ihm vielleicht auch zeigen kann, dieses Video, ja, dass der Krebs Mechanismen eben hat, wenn der Glutathionspiegel, das heißt Antioxidantienspiegel, sinkt bei dem Körper, dann wird der Körper Mechanismen haben. Er hat quasi einen Auffangschirm und das ist NRF2. Er wird bestimmten Transkriptionsfaktor aktivieren, der dann wieder antioxidative Gene bzw. Antioxidantienenzyme, Moleküle allgemein, bildet. Ja? Und das ist NRF2. Und das hat man eben gefunden hier in Studien, dass das eine Art Rettungsschirm ist. Ja? Das heißt, das einzig Sinnvolle ist dann wieder, das NRF2 noch zu blockieren. Und wie weit möchte man jetzt noch in die Prozesse alles eingreifen, die der Körper da hat? Weil dann liegt er wirklich komplett brach, ja? Und dann kann man ihn wirklich komplett attackieren. So kurzsichtig kann man wirklich nicht mehr denken, glaube ich dann, dass das noch zu tun, seinem Körper anzutun. Das heißt, ja, man kann schon durch Antioxidantienverhinderung oder Glutathion-Nichtgabe, ja, Krebswachstum hemmen, ja, das ist richtig. Nur da hat der Körper eben noch einen Auffangschirm, den er aktivieren wird. Und von daher an ist es nur Problemverschiebung. Es ist aber keine Lösung, weil Antioxidantien werden trotzdem von dem Körper gebildet, über NRF2 dementsprechend. Es gibt nämlich auch viele Untersuchungen, die gezeigt haben, und zwar diese hier, ich zitiere mal kurz, aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen mit dem gleichen Schema, ohne GSH, das heißt ohne Glutathion,
legt diese Studie nahe, dass Glution auch im klinischen Umfeld keine negative Beeinflussung der Chemotherapie hatte und dass Glution den therapeutischen Index von der Chemotherapie verbessern könnte. Unsere Daten müssen jedoch noch in großen randomisierten Studien durchgeführt werden. Das wird aber leider nie passieren. Das wissen wir natürlich alle, dass sowas nicht passieren wird. Das war's zum Thema Glution, was man machen kann. Das kommt alles in Folgevideos noch, um es natürlich zu erhöhen und aufrechtzuerhalten, natürlich die Lebensweise zu ändern. Ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie wichtig dieses Molekül ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und bis zum nächsten Mal. Ruhe vegan am Limit sagt. Ciao.